Hör auf dein Herz. Ich weiß natürlich, dass bei diesem Thema jetzt viele von Ihnen die Augen verdrehen und innerlich auf durchzuschalten, aber ich wäre ein verdammt schlechter Arzt, wenn ich nicht versuchen würde, mit allem, was ich aufzubringen habe, Sie von der absoluten Notwendigkeit und vor allen Dingen auch Sinnhaftigkeit eines kompletten Rauchstopps zu überzeugen. Denn Rauchen ist nun mal ein brutaler Beschleuniger der Arteriosklerose, unserer Gefäßalterung. Über unzählige Giftstoffe im Zigarettenrauch wird die innerste Schutzschicht unserer Arterien, das Endothel, massiv geschädigt und dadurch der Arteriosklerose Tor und Tür geöffnet. Und ich glaube eben doch, dass Sie es schaffen können, sich von der Zigarette zu befreien. Sie müssen mal ein paar Punkte beachten. Erstens, Sie müssen Ihren Gegner sehr gut kennen. Zweitens brauchen Sie verdammt scharfe Waffen im Kampf gegen die Zigarette und drittens ein funktionierendes Netzwerk an Helfern und Unterstützern. Mal ebenso nebenbei mit dem Rauchen aufzuhören auf eigene Faust, das schaffen leider die allerwenigsten und das liegt vor allen Dingen an diesem unglaublichen Suchtfaktor dieser bei uns ja leider gesellschaftlich anerkannten und größtenteils verniedlichten Droge. Und das, obwohl in Deutschland jedes Jahr 140.000 Menschen an den Folgen des Rauchens versterben, verglichen mit 42.000 Alkoholtoten pro Jahr in Deutschland und alle anderen so gefährlichen Drogen zusammengenommen, verursachen in Deutschland 1.000 Todesopfer pro Jahr. Das nur mal, um die Relation etwas klar zu bekommen. Wer jeden Tag eine Schachtel Zigaretten raucht, der hat am Jahresende im Schnitt 1.300 Euro dafür berappt, dass er statistisch gesehen 10 Jahre früher in die ewigen Jagdgründe ziehen darf. Aber ich denke, das Problem ist ja viel weniger, dass Sie nicht genau wüssten, dass Rauchen extrem schädlich für Sie ist. Und deswegen will ich an dieser Stelle auch gar nicht weiter langweilen mit den vielen bekannten gesundheitlichen Folgeschäden des Rauchens. Genau genommen wollen ja auch über die Hälfte aller Raucher mit dem Rauchen aufhören. Das Problem ist, wie schon gesagt, dieser massive Suchtfaktor dieser bei uns leider verniedlichten Droge. Und deswegen kann ich Ihnen wirklich nur ans Herz legen, nehmen Sie alle Hilfestellungen wahr, die Sie bekommen können. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse nach Raucherentwöhnungsprogrammen. Fast alle Krankenkassen bieten diese langjährig praktisch erprobten Programme an und diese Programme können auch unter Zuhilfenahme von verhaltenstherapeutischen Techniken doppelt so hohe Erfolgschancen für Sie erzielen, als wenn Sie mal ebenso nebenbei auf eigene Faust versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören. Vielleicht sind Sie auch ein online begeisterter Mensch, Sie sitzen jetzt ja auch vor dem Computer und hören mir zu, dann ist vielleicht auch das Online-Angebot www.rauchfrei.de etwas für Sie. Dort bekommen Sie jede Menge Informationen und auch praktische Unterstützung bis hin zu telefonischer Beratung. In jedem Falle bleiben Sie bitte mit Ihren Bemühungen dran, bis Sie es wirklich geschafft haben, sich von der Zigarette zu befreien, denn es gibt wohl für Sie und Ihre Gesundheit auf dieser Welt nichts, was sich so sehr lohnt, wie der komplette Verzicht auf das Rauchen. Im nachfolgenden Video gebe ich noch ein paar ganz praktische Tipps, wie Sie es wirklich schaffen werden, sich von der Zigarette zu befreien.